Hypoport hat auch Zahlen geliefert. Ja, da sieht es auch nicht gut aus. Minus 10%. Und wenn wir uns die Aktie übergeordnet anschauen über die letzten 3 Jahre, dann sehen wir auch, was der große übergeordnete Trend hergibt, nämlich eine deutliche Abwärtsbewegung ohne bisher wirklich Korrekturpotenzial. Und hier ist halt das große Problem, glaube ich, der Bereich Immobilienfinanzierung von der Hypoport, der läuft überhaupt nicht. Ist auch hier ganz klar gesagt worden in der Pressekonferenz, dass es einen signifikanten Einbruch bei den privaten Immobilienfinanzierungen gab und das hat sich hier also voll auf die Bilanz niedergeschlagen. Der Umsatz im vierten Quartal ist um 27% zurückgegangen auf 88 Millionen Euro und das EBIT ist negativ geworden. Da lagen im Vorjahr noch 14 Millionen Gewinn an und jetzt sind es 6 Millionen Verlust im EBIT. Auch wenn man jetzt berücksichtigt, dass hier Einmaleffekte drin sind, in der Größenordnung von ungefähr 4 Millionen, die eben dem neuen Kostenanpassungsprogramm quasi geschuldet sind, bleibt es dennoch ein Verlust. Selbst wenn wir diese 4 Millionen abziehen würden, dann sind wir immer noch bei minus 2 Millionen. Und das ist natürlich etwas, was dem Markt überhaupt nicht gefällt. Und auch aufs Gesamtjahr sieht das Ganze nicht so toll aus. Wir haben zwar noch ein leichtes Umsatzplus von 2% aufs Gesamtjahr, aber das EBIT ist um 48% zurückgegangen. Von ehemals knapp 48 Millionen EBIT sind nur noch 24 Millionen in 2022 übrig geblieben. Und das ist natürlich schwach. Und was noch viel schwächer ist, ist der Ausblick. Hier gibt man an, dass der Umsatz wohl um 10% im laufenden Jahr zurückgehen wird, dass EBIT um weitere 30% zurückgehen wird. Ja, nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt schon um 50% fast gefallen. Das soll nochmal um 30% zurückgehen, eben durch diesen Umsatz, der auch nochmal 10% fällt. Und das Ganze unter der Voraussetzung, dass sich im Laufe des Jahres der Immobilienmarkt wieder normalisiert. Und jetzt können wir davon ausgehen, ja, higher for longer und so weiter. Das ist bei der EZB nicht anders als bei der Fed. Wenn die Zinssätze hier hoch bleiben, dann wird es im laufenden Jahr keine Erholung des Immobiliengeschäfts geben. Und dann könnte das mit Hypoport nochmal deutlich negativer ausfallen, als das jetzt der Fall ist. Ja, ich war vorhin schon, als die Aktie so einen kleinen Bounce gezeigt hat. Ich gehe mal kurz auf den Intraday-Chart. Hier in diesem Bounce am Vormittag war ich schon kurz davor, hier auf den Sell-Button zu drücken und einen kurzfristigen Short aufzubauen. Habe mich dann aber erstmal dagegen entschieden, aufgrund dieses großen Gaps, was wir hier auch gesehen hatten. War wohl die falsche Entscheidung. Also es scheint hier definitiv direkt weiter runtergehen zu wollen. Und wenn wir hier mal schauen, wo die nächsten Zielbereiche liegen in der Hypoport, die liegen hier so um 100 Euro. Also da sind noch mal locker so 18, 20% auf der Abwärtsseite möglich. Wenn wir uns dann auch noch anschauen, dass das eine Aktie ist, die zu einem KGV von 60 immer noch gehandelt wird, die war schon immer teuer, aber trotzdem, ey Leute, ein KGV von 60 bei einem Unternehmen, wo 10% Umsatz und 30% EBIT-Rücksetzer oder Rückgang erwartet wird, schlicht und ergreifend zu teuer. Also sollte es hier nochmal zu einer Erholung kommen, dann ist das auf jeden Fall ein Kandidat für die Shortliste.